Ja, hallo liebe Freunde, willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Koi Katsu Sunshine. So, Ausscheidungen sind wieder durch und es gibt eine klare Gewinnerin. Also mit 65% aller Stimmen kann ich jetzt schon mal verkünden, ist auf alle Fälle Mai eine Runde weiter. Mai hat auf alle Fälle die meisten Stimmen und damit auch den Sieg dieser Ausscheidung gewonnen. Leider müssen wir uns von einer schon mal verabschieden. Das ist die letzte, die leider nur 6% eurer Stimmen bekommen hat. Iris muss leider hier die Insel verlassen. Leider. So, und dann gab es nur noch Misako und Asuka. Und das war ein knappes Rennen gewesen. Misako und Asuka sehr, sehr dicht beieinander. Die eine mit 15% und die andere mit 14%. Und verabschieden müssen wir uns leider von Asuka. Asuka muss leider gehen. Die hat 14% der Stimmen bekommen. Misako hat 15% bekommen. Deswegen bleibt Misako aktuell auch noch auf der Insel. Knappes Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Um Platz 2 hätte ich gar nicht so erwartet. Aber es war eng. Es war wirklich sehr, sehr eng. Und ja, ihr seht selber, ne? Also wow. Die Insel ist nicht mehr so groß. Ne? Ich werde jetzt mal gucken, kann man das hier alles ein bisschen so zusammenpacken. Change Location, wir setzen das jetzt alles mal doch ein bisschen zusammen, damit hier mal die Locations ein bisschen, Change Location mal zusammengesetzt werden. Und dann haben wir das so, ja, da sehen wir schon, ne? Also das sind die ersten, die hier drin sind. So, Layla ist noch da, Kiora ist noch da, Yoko ist noch da, Misako ist noch da, Marine ist noch da, Anna zählt ja nicht mit dazu, Ushia, Amy und Sasuke ist dabei. So, hier sieht es ganz einfach aus, da ist nur noch Tekani noch über und wir kommen zum Trainingscenter, da sind noch ein paar noch drin, aber da wird es ja bald auch schon ein bisschen weniger, da change ich mal ganz kurz ein bisschen so die Locations um, damit das Ganze jetzt auch bald mal wieder so ein bisschen zusammenkommt. Aber auch hier wird es langsam oder aber sicher auch schon ein bisschen weniger. So. Da haben wir noch Bo dabei, da haben wir Beauty dabei, da haben wir Mai dabei, Irie, Arisa, Chloe, Kuri, Minerva, Shiori, Lida und ja, zweimal Shiori, genau, zweimal Shiori sind dabei und Kotoa ist noch mit im Rennen drinnen. So, da wir ja mit beiden schon bounted sind, das heißt mit Misako sind wir bounted und mit der Siegerin Asuka, nee Quatsch, der Siegerin Mai sind wir ja auch schon bounded. Lasst uns einfach heute einen ganz entspannten Turn machen. Können wir ein bisschen drüber erzählen, gerade was aktuell so ein bisschen los ist. Wie gesagt, das neue Spiel von IRL Games habe ich euch auch schon präsentiert. Ja, die ersten Kommentare sind auch schon da. Will ich haben, will ich spielen. Wie geht das? Wie läuft das? Aktuell kann ich euch gleich schon mal vorweg sagen. Es gibt auch bei Better Repack Mod ein Game-Menü, wo ihr euch das Spiel runterladen könnt aktuell. Aber es ist weder gemoddet noch sonst etwas. Es ist wirklich das reine Rohspiel. Und die Modder schreiben auch gerade aktuell selber, dass keine Translation-Mod drauf ist. Da ist nichts aktuell drauf. Aber das ist reine Rohspiel. Dazu auch noch braucht es eine stetige Internetverbindung. Also ihr müsst immer mit dem Internet verbunden sein, weil ansonsten könnt ihr das Spiel nicht spielen. Sobald ihr es anschmeißt und es ist kein Internet da, sagt er automatisch keine Internet-Connection. Das ist natürlich ja ziemlich anstrengend, ohne Internetverbindung natürlich da gerade aktuell mit dabei zu sein. Ja, was noch? Age-Scenes habe ich jetzt durchgespielt. Die spielen sich so wie ein bisschen wie in Africa Academy 2. Also auch, die sind nicht so wie hier an den Orten gebunden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier eine Age-Scene durchführen würde, könnte ich ja die Wall nehmen, ich könnte Desk nehmen, ich könnte dies und das alles nehmen. Das ist nicht dort der Fall. Genauso wie auch hier, seht ihr ja, dass der Hintergrund immer auch hier wie auch hier geschnitten ist. Ihr seht den Hintergrund und ihr seht den Charakter hier vor den Hintergrund treten. Bei dem Game ist es allerdings so, dass der Hintergrund größer ist und der Charakter in den Hintergrund drin ist.
Bei den Age-Scenes spielt sie das Ganze selber. Stellt euch einfach vor, ihr würdet die Age-Scene, der Background bleibt gleich und ihr würdet dann dort die Age-Scene. Ihr könnt dann eben halt drehen und dies und das alles so machen. Würdet ihr dann eben halt so durchziehen. Bin ich ein bisschen schade, weil irgendwie sieht das komisch aus. Im Background dagegen sitzen die dann da auf dem Boden, also sieht man das auch. Aber im Vordergrund ist dann eben halt hier die Age-Scene am Laufen. Ist Geschmackssache, kann einem gefallen, kann einem nicht gefallen. Muss man selber aktuell wissen, wie man dazu steht. So, ich talk mal mit ihr, sonst guckt sie mich gleich völlig bekloppt noch an. Können wir gerne machen. Also das ist eine Geschmackssache halt mit den Age-Scenes. Sie sind natürlich noch klar Mosaik, weil ich ja erzählt habe, aber auch es sind keine Mods oder sonst was alles natürlich bisher verfügbar. Das zählt auch zum Uncensored-Patch natürlich mit dazu, der ist auch noch nicht mal da. Ich weiß aktuell nicht, was los ist. Ob das Spiel jetzt wegen der Internetverbindung wahrscheinlich so schwer zu patchen ist, vielleicht kann es daran liegen. Ich erinnere mich aber, Honeycomb, war das ja auch schon so der Fall gewesen? Das ist ja eigentlich auch eine stetige Internetverbindung. Dafür sein musste, man konnte es dann aber auch über Offline spielen. Das ging ja auch. Bei manchen, bei denen das nicht geklappt hat oder sowas alles, die sollten sich dann eben halt, wurde es auf Offline gestellt und dann war es nicht mehr mit Online verbunden. Das aktuell funktioniert aber bei, ja, wie heißt es jetzt? Summer Day Vacation, Scumbucker oder so. Also wie gesagt, das ist aktuell da noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob sie eventuell vielleicht nochmal das irgendwie rausbringen, dass du es vielleicht dann doch ohne Internetverbindung spielen kannst. Aktueller Stand weiß ich es nicht genau. Wie gesagt, es erfordert eine Internetverbindung. Es ist so wie Sunshine ein bisschen. Ja klar, in Sunshine haben wir diese Ego-Sicht, die ich immer sehr geil finde. Die gibt es natürlich da nicht. Aber natürlich ist das für die Freunde von Africa Academy natürlich so geil, weil die mochten diesen 3D-Rundumblick und auch so, dass diese Game-Mechanik halt so funktioniert und nicht so wie in Koikatsu halt ist, ne? Ja, da musst du halt der Fan von sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich mag das Spiel, ich finde es bisher aktuell gar nicht mal so schlecht. War sehr positiv überrascht, muss ich da auch sagen. Problem, was ich allerdings bei den Game habe, ist, dass wenn wir das nicht modfreuen oder wenn die Mod-Community nichts mehr machen kann und aktuell auch durch IRL Games so ausgebremst wird, dass da aktuell nichts mehr kommt, sehe ich bei dem Spiel allerdings schwarz, dunkelschwarz, so schwarz, also da ist selbst das Universum noch hell dagegen, weil, und es ist halt so, diese Spiele leben halt von ihrer Community. Jetzt stell doch mal vor, so ein Charakter wie Bo hier zum Beispiel wäre nie möglich gewesen ohne die Modder. Ja, auch Bo hat sehr viele einzelne Strähnen und dies und das alles drin, die angepasst worden sind, die über diesen Mod eingeteilt worden ist. Ich weiß das darüber her. Das kann ich schon mal spoilern. Ich habe Bo in Koikatsu nochmal neu erstellt. Ich habe die ganzen Daten alle hier abgemacht. Ich habe also zwei Bildschirme am Laufen gehabt. Und habe mir mal die... Weil Bo... eigentlich ein rein erstellter Charakter nur für Sunshine ist. Ihr müsst ja wissen, alle Koikatsu, also Koikatsu School, könnt ihr in Koikatsu Sunshine die ganzen Cards übertragen. Das geht aber nicht abwärts. Das heißt also, die Daten, die von Koikatsu Sunshine sind, kann ich nicht in Koikatsu übermitteln. Ist aber kein Problem, man kann ja die Sachen teilweise, ja, passt, 1:1 hier umschreiben lassen. Habe ich dann auch gemacht, um Bow zu erstellen. Daher wusste ich dann auch, dass da sehr viele gemoddete Sachen drin sind. Oder so jemand wie Misako, Arisa, ja, Hikari. Hikari ist auch sehr leicht nur abgeändert. Es sind so viele Charakter dabei, die eigentlich nur dank der Mod-Community hier gerade überhaupt ins Spiel reingefunden haben. Marine zum Beispiel, hier Arisa auch als Beispiel, gut gemacht, sind ja über die Mod-Community drin. Sie zum Beispiel, Rory auch, die langen Haare, alles über die Mod-Community erstellt worden, das ganze Outfit und sowas alles, auch sie, hey, Amy, auch komplett eigentlich so über die Mod-Community, ihr Cappy und dies und das alles, alles, die langen die Haare, die Farbe, alles so über die Mod-Community erstellt worden.
Wäre alles nicht möglich gewesen, wenn die Modder hier oder die Community hier nicht die ganzen Klamotten und alles reinmodden hätte können. Das Spiel wäre ein ganz anderes Erlebnis geworden, wäre es nur das Standard-Set gewesen, dass wir nur rein von Koikatsu Sunshine gewohnt wären. Genau auch aktuell, darüber kann ich auch schon mal sprechen. Ich finde es gut, sie haben jetzt mehrere Leute hier, also mehrere Charaktermodelle schon mal mit reingepackt. Nicht so wie bei Honeycomb, wo das echt mager um die Ecke geschossen kam, sondern es befinden sich schon ein paar drin. Ich glaube, 10 Stück sind es insgesamt. Das sind dann also erstmal, ja, 10 Stück, es sind 5, ja, 10 Stück. Das sind 10 Charaktermodelle, wo wir dann eben halt schon mal ein bisschen mehr Vielfalt in das Game reinbringen können. Wir können maximal 24 Characters auf der Map rumlaufen lassen. Das ist auch mehr als ausreichend genug. 12 bis 4 oder 24, das ist die Zahl, die ihr damit reingeben könnt. Zum Gameplay-technischen her, was kann ich euch jetzt schon mal so ein bisschen hier in Koikatsu Sunshine erklären? Ihr habt keine Storyline. Also das ist auch mal wieder so ein tragischer Beweis mal wieder dafür, dass Storylines bei ILL-Games oder auch damals schon von Illusion immer mehr nachgelassen haben. Es war immer mehr darauf basiert, dass man eben halt seine eigene Story schreibt oder seine eigenen Gedanken so reinführt, selbst sein Spiel so ein bisschen auseinanderzieht und macht und tut. Also keine grundführende, mitliegende Story mehr drin. Finde ich leider verschwendetes Potenzial. Ich finde, und das ist immer das beste Beispiel, wenn ich mir auch so Miso-Make-up angucke oder auch ein paar ältere Spiele von Illusion so ein bisschen ansehe oder so. Da war immer eine gute, teilweise eine Storyline immer mit drin. Ja gut, manchmal crazy und cringe. Play Home und Play Club natürlich mit eingeschlossen. Krank. Aber es war eine Storyline mit irgendwie drin eingebaut. Ja, das hat dann, ich sag mal so nach Koikatsu, ziemlich nachgelassen. Da hat Illusion sich damals keine großartigen Mühen mehr mitgegeben, Story-Characters mit einzubauen, sondern eher mehr die Leute ein Spiel zu geben, das fertig ist, wo die Sachen erledigen könnt, wo sich halt mehr um das Age-Feeling dreht. Bisschen schade eigentlich, weil sie können es. Sie können es wirklich gut. Wie gesagt, bei Koikatsu ist das beste Beispiel, 3 gute Grundstories, die 3 gute Grundstories, die mit drin sind, plus noch eine schöne Nebenstory noch mit drin. Über die Teachers sind eigentlich schon nebenbei noch mit drin, aber trotzdem. Dann nachher die Park-Events sind auch wunderschön mit den Dates, wenn ihr das zweimal gemacht habt, das werden wir dann auch mal machen. Mit Minerva reden wir ein bisschen Age-Talk, mal gucken, was bei ihr rauskommt. Nicht viel auf alle Fälle. Definitiv können die das. Also ich glaube nicht, dass sie zu doof sind. Die können das wirklich sehr gut. Ob es zeitlich geschuldet ist, weiß ich nicht. Ob es damit was zu tun hat, dass sie, dass das ein bisschen mehr Geld vielleicht kostet, eine Storyline zu schreiben, kann daran liegen. Oder da hast du halt einfach gar keinen Bock drauf hat, ne? Finde ich dann aber schade. Schwendetes Potenzial. Würde sich nochmal dreifach besser spielen, wenn sie ein bisschen mehr Storyline mit reinbringen würden in das Game. Vor allen Dingen ist es dann für die Leute sehr interessant, die sich doch gerne mit Stories ein bisschen beschäftigen und sich nicht eigenfrei, das ist ja hier bei Sunshine schon der Gedanke hier schon, ich muss, wenn ich jetzt in Sunshine bin, mir müsste man sich immer mehr so eine Storyline einfallen lassen, man muss immer auf Gegebenheiten aktiviert sein, man muss sich jetzt auch, man muss teilweise auch schon Dialoge im Kopf ein bisschen umdenken, um damit eben halt ein bisschen arbeiten zu können. Na, damit es eben halt ein bisschen, damit die Unterhaltsamkeit nicht abreißt, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr hier die ganze Zeit nur am Rumlaufen seid und ihr die ganze Zeit nur am Labern dies und das alles machen würdet, würdet ihr merken, dass auch bei, selbst wenn das Spiel gemoddet ist und dies und das alles, das Spiel auch sehr schnell an Lust und Fun verliert, da ihr halt dann irgendwie euch ständig dabei ertappt, immer das ein und dasselbe zu machen, ne? Ihr müsst dann wirklich schon so ein bisschen kreativ selbst euch auswerden. Was weiß ich, baut euch eigene Sachen im Kopf so zusammen, probiert das Ganze so teilweise zu spielen, wie ihr könnt. Ihr könnt ja jetzt über die Pause-Menü, die wollte ich euch aber nicht mehr zeigen, das ist nämlich ein Pause-Menü, könnt ihr euch ja hier den ein paar Cheats noch mit dazu machen. Wir waren auch noch gar nicht beten, fällt mir gerade mal ein. Können wir auch mal eben mit der Pause wieder wegmachen.
Da war ja letztens das mit der Menüfrage noch gewesen, wollte ich euch nochmal nachbringen. Pause-Button drücken, dann könnt ihr da ran. Ja, man muss halt selbst kreativ werden, ne? Das ist halt das Hauptziel dabei. Ist vielleicht für einige Spieler nichts, die wirklich dann damit nichts anfangen können. May long for you, careful with your actions, okay. Sondern eher mehr das brauchen, dass sie sich an Stories spielen, ne? Dann ist Koikatsu doch für euch irgendwann auch so weit, dass es langweilig werden wird. Am Anfang macht Spaß, aber nachher wird es dann halt langweilig. Die meisten eigentlich, die lange an Koikatsu dran geblieben sind, sind eigentlich diejenigen, die gerne Characters erstellen. Na, die gerne hier sowas wie Amy erstellen, an den Charakteren Editor rumbasteln, um bis ihre Creation mal so gesehen perfekt ist, bis sie damit auch selbst zufrieden sind, teilen dann eben halt ihre Kreationen, auch dies und das. Und das sind eigentlich eher mehr die grundlegenden Spieler, die aktuell wirklich noch in Koikatsu sehr häufig zu finden sind. Die Creator, die halt wirklich dabei sind, Charakter zu gestalten. Ne? Das ist ja auch das mit eines, das Koikatsu sehr beliebt gemacht hat. Von den Story-Spielern her würde ich ja sagen, ist es eher mehr, die sind eigentlich schon, wenn sie mit der Grundstory, jetzt zum Beispiel würden einige Leute, die würden die 88 Folgen rausgebracht haben, oder 89 sind wir jetzt, glaube ich, schon, die hätten dann schon gesagt, oh, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, das hätte mir schon nach, was ist der Hälfte oder so, schon gereicht. Die hätten dann schon eingebrochen und hätten dann gesagt, nö, keinen Bock mehr. Ne? Los, komm, Amy. Essi, Yappi. Man muss sich halt wirklich, wenn man Content macht, immer im Kopf was Neues überlegen. Das ist jetzt auch beim neuen Spiel bei Illusion, bei ILL Games gerade auch der Fall. Ihr müsst wirklich dort anfangen, euch selber Sachen zu überlegen. Storylines zusammensetzen. Das Unterhaltsame dabei ist, dass auch Beziehungen zwischen den anderen passieren könnten. Ja, das könnte vielleicht euch etwas den Weg vielleicht vereinfachen oder euch ein paar mehr schwierige Baustellen eröffnen auch. Das wäre auch möglich. Zum Beispiel, als gutes Beispiel, wir wollen was von Amy. Als Beispiel. So, wir sind total scharf auf Amy, wir wollen gerne mit Amy zusammen sein und Amy ist nachher mit irgendeinem anderen Kerl zusammen. Weil in Koikatsu Sunshine kannst du ja wie heißt denn das jetzt? Sambacke Vacation, da können ja auch Kerle rumlaufen und es können ja da auch Beziehungen entstehen. Ja. Zwischen den Characters. Dann könnt ihr die zum Beispiel schon in einer festen Partnerschaft zum Beispiel schon mal leben. Ist dann vielleicht ein kleines Ding, ob wir da reingrätschen dann oder nicht. Ja. Ist natürlich auch wieder was Cooles, weil das nochmal einen kleinen Hype nochmal mit dazu geben könnte und einen kleinen Input nochmal reinballern könnte in Sachen Storytelling natürlich. Ne? So, dass euch ein bisschen mal die Story so ein bisschen auch abgenommen wird, so auf einmal, ja, scheiße, jetzt ist die mit dem Kerl zusammen. Wir wollen aber was von ihr. Machen wir das Ganze jetzt kaputt oder fokussieren wir uns vielleicht doch lieber auf jemanden komplett anders? Sie cremt nur ihre Sonnencreme ein. Da müsst ihr euch nichts bei denken. Saki cremt nur Sonnencreme ein. Das ist eben halt dann so. Oder ihr wollt was von Arisa und Arisa hat schon einen Kerl am Start oder sowas alles. Das finde ich sehr gut, dass sie untereinander auch mit interagieren. Das gefällt mir sehr gut. Das haben die auch bei Africa Academy 2 auch gemacht. Da haben die Charakter auch untereinander teilweise agiert und auch sogar Streit provoziert. Ne? Also das fand ich auch ziemlich cool. So, nämlich Darling. Ach so, ja, Doom Pet Name. Kitty? Ja, mal kurz einen Schluck noch trinken. Heute ist wieder sehr warm. Was? Also ich muss ja alles annehmen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was sie wollte, aber gut. Ach, Kajak fahren. Mit Arisa mal Kajak fahren? Was ganz Neues.
Ich glaube, mit Arisa bin ich noch nie Kajak gefahren. Okay, das merke ich schon. Arisa ist sehr krass. Na los, Arisa, gib Vollgas. Ach, Kajak mit Arisa hatte ich noch nie gehabt. Ein ganzes Spiel ist allgemein nicht. Was völlig Neues mal. War ja mal sehr unterhaltsam. Na jedenfalls auf alle Fälle, wie gesagt, das kann euch da schon ein bisschen... Da kann euch halt bei der Storyline schon ein bisschen was anderes auf einmal darunter wegkommen. Na, also, wie, das ist das Interessante. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Mann, ist denn heute irgendwie... Oh. Wir haben heute aber auch alle irgendwelche Eincreme-Probleme. Wahrscheinlich sollte ich mal wieder am Beach mal wieder ein bisschen mehr Cremestudie wieder verteilen. Ich glaube, ich muss wieder einige mit Sonnenlotion mal wieder ordentlich verpoolen, damit die hier wieder ein bisschen mehr ihre Ruhe wieder reinkriegen. In letzter Zeit sind die ja alle wieder auf Highscore geballert, ey. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe doch eine zweite Stimme gehört. Naja, jedenfalls auf alle Fälle soweit erstmal und auch mein ausführlicher Test, den ich aktuell nochmal gerade zu Sommerbacke gemacht habe. Na, Sommerbacke. Ich werde mich aber nochmal ein bisschen weiter drum kümmern. Ich werde noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Ich werde auch als nächstes auch mal wieder ein Testvideo dazu noch aufnehmen. Ich werde noch ein paar mehr Characters da reinballern. Ich werde mal die 24 komplett voll machen. Da muss ich aber erstmal einige noch erstellen. Das Randomizer-System werde ich mir auch noch ein bisschen genauer ansehen. Keine Panik, da wären noch ein paar Videos zu folgen, wo wir das Ganze allerdings noch ein bisschen weiter abgeben. So, Rushia, komm hier, du bist fällig. Follow me. Rushia, entspann dich. Wir machen noch als letztes einen drauf. Also, wie gesagt, kann einem auf alle Fälle gefallen. Ist auch nicht schlecht, aber aktueller Stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt fangen wir nicht an zu weinen, Rushia, bitte. Bitte. Oh mein Gott, die nimmt ja alles gleich so hart mit, ey. Schauen wir mal, wie sich da aktuell der Stand. Wir müssen ein bisschen abwarten, was die Modder-Community aktuell daraus machen wird noch, ne? Scheint dir auf alle Fälle zu gefallen. Das war nicht so der Trick. Dann war es er hier oben. So, komm, Rushia. Kriegst du hier oben auch noch einen draufgepackt? Sehr schön. Tja, manchmal geht das Öl auch schneller, Alter, als man gucken kann. Gerne doch. So haben wir das abschließende Gesprächsthema nochmal, Rushia, nochmal schön eingeölt. Also, sie läuft ja noch hinter uns her, ne? Wir müssen ja auch ein bisschen auch mit Rushia ein bisschen weiter nach oben kommen mit der Laufanzeige. Ich habe irgendwie Angst, dass sie mich irgendwann sonst hinterrücks absticht. Korallen haben wir auch. Ohne Probleme. Haben wir. Auch was mir aufgefallen ist, sind die Gesprächsthemen. Also ich weiß nicht, ob es an so Übersetzungsprogrammen liegt oder sonst was. Hier ist ja noch ein richtiger Dialog und Kommunikation irgendwie noch da. Sie reden ja auch miteinander. Das ist gerade bei Sommerbacke irgendwie nicht so der Fall, habe ich das mitgekriegt, so in der Richtung her. Ja, komm. Pfeifen wir uns noch was rein. So, Rushia. Ich glaube, dann sind wir auch durch mit heute, ne? Und dann kommen wir auch schon in die nächste Ausscheidungsrunde wieder. Mal sehen, wer da wieder dran sein wird. Auch so die Schatteneffekte. Mann! Die Schatteneffekte von der Hand, die auf. Oh,
Mann, ey. Die Schatteneffekte, meinte ich, Leute, die Schatteneffekte, die da so abgehen. Das ist auch schon echt unglaublich, was die Community hier so rausgefeuert hat. Hier sieht man es auch richtig schön. Krass. Was für verschiedene Lichteffekte in verschiedenen Looks alles so ausmachen, das ist einfach unglaublich, ey. So, ich würde sagen, ich habe für heute mal genug gelabert. Ich gebe einfach mal die Runde ab. Oh, so, und ja, wie gesagt, ich werde auf alle Fälle auch noch ein Video dazu bringen, zu Summer Bucke, damit ihr euch da auch noch mal ein bisschen weiter drauf einstellen könnt. Ich muss das Spiel auch noch ein bisschen weiter, ja, ich muss mal Charakter wieder neu erstellen, ne? Wie gesagt, ich will ja die 24 Stück vollhauen. Ich bin am Überlegen, nicht nur weibliche Charakters reinzuhauen, auch mal männliche Charakters reinzuhauen. Einfach nur mal so gucken, wie das Spiel dann doch an Fahrt sich verändert. Schauen wir einfach mal nach, wie es aktuell dann so der Fall sein wird. Und ja, wir sehen uns dann auf alle Fälle wieder, wenn es wieder weitergeht, mit einer weiteren Folge von Katsu Sunshine. Also dranbleiben und weiterschauen und mal sehen, wen es als nächstes in der Nominierung trifft. Also bis dann.